Leute, guckt bitte dieses Outfit an. Ich wechsle jetzt den Beruf. Nein, wir machen heute was ganz Krasses. Das hat es im Leben noch nicht gegeben. Es ist wirklich das Krasseste, was wir jemals gemacht haben. Und ihr fragt euch ja immer, und ich mich auch, wer fängt eigentlich mehr? Fischer oder Angler? Ne, ich meine, ein Fischer hat ja so ein Netz, wir haben eine Angel. Rein theoretisch würde man denken, der Fischer. Aber ob das so ist, das wird sich heute zeigen. Wir sind nämlich bei Dennis Merkim, dem Löcknitzfischer. So ist es. Herzlich willkommen. Er hat quasi alle Gewässer hier in der Region. Viele, viele. Alles, was so rund um Ergner ist, befischen wir. Vom Dämmeritzsee über die Grünheider Seenkette, wo wir heute sind, am PC. Geht rüber, dann bis nach Berlin rein, Müggelsee. Bin aber natürlich nicht der einzige Fischer, also sind auch auf vielen Seen noch andere Fischer. Aber der beste Fischer, habe ich gehört. Ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so. Ich dachte mir, okay, sicher, sicher, damit wir heute wirklich die Ehre der Angler nach oben halten, habe ich quasi den legendären Barschpapst dabei. Johannes! Hi, Witzer, hallo. Johannes kennt er ja wohl. Woher kennt man dich eigentlich? Vom Barschalarm. Barschalarm, er hat das größte Raubfischforum weltweit. Würde ich fast behaupten. Weltweit in deutscher Sprache zumindest. Genau, einen YouTube-Kanal kennt ihr sicherlich auch. Und wir gemeinsam werden heute Dennis zerstören. Werden wir sehen. Bevor wir das aber machen, fahren wir jetzt erstmal raus, machen eine kleine Testfischung. Die Fische zählen schon für dich, die wir jetzt fangen. Ich wollte das mal mitmachen. Ich wurde dann so eingekleidet, Körperfigur betont. Dieses Erlebnis mitmachen, damit ich auch weiß, wovon die Fische immer reden. Das war anstrengend und. Und dann werden wir am Ende abrechnen. Es zählen alle Raubfische heute. Das heißt, deine Brassen, deine Karpfen, deine Schleien, die kannst du gleich erstmal wieder reinschmeißen. Ne? Also geht's los, Johannes? Geht los. Freue mich. Dennis? Feuer frei. Also. Los geht's. Warum ja, habe ich das eigentlich an? Ich wollte es noch nie ausprobieren, deswegen. Und hier ist schon was drin, er hat ja schon eine halbe Stunde gefischt. Bitte nicht verlieren. Natürlich nicht. So, guck mal, Leute. Schöner Zander, die schwimmen hier rum, ja? Geil. Okay. Abfahrt. Gibt es irgendwie so einen Fischerspruch, so wie Fischhaie oder sowas? Ihr stimmt euch nicht morgens ein und sagt. Nee, wir sagen hinsetzen, Klappe halten und ab geht's. Losfahren. Wie Konrad immer. Richtig. Hinsetzen, Klappe halten, Abfahrt. Ja, aber willst du dir nicht eine Regenhose überziehen? Nein. Da sind Wassertropfen. Bitte. Nicht da, wo das Holz ist. Na gut, du entscheidest. So, können wir los? So Johannes, wie sehr freust du dich denn, dass wir uns heute hier sehen? Ich freue mich unendlich. Ich habe heute Morgen mal in meinen Mails ein bisschen rumgestöbert und habe eine Mail gefunden von Viktor aus dem Jahre 2013, wo es Ich gehe angeln praktisch noch nicht gegeben hat und er mich gefragt hat, ob wir mal eine Folge zusammen drehen. Und kurze Zeit später, nur 7 Jahre später, ist es soweit. Also ich freue mich riesig. Hat ein bisschen gedauert, aber ist ja gleich ein cooles Projekt heute. Ist das heute das Krasseste, was wir jemals getan haben? Ja, es wird so geil. Es wird so geil. Alter Dicky. Greif zu, Junge. Ich fühle mich wie ein richtiger Fischer. Guck mal, Leute. Krasser Typ. Komm gleich zu dir. Halt einfach erstmal fest. Nein. Schade, dass ich nicht mithelfen darf. Wie viele Fische sollen es sein, Dennis? Abgerechnet wird zum Schluss. Ich setze mir da immer ungerne Ziele. Es gibt immer Tage, wo es wirklich gut läuft. Dann gibt es Tage, da kommst du völlig deprimiert nach Hause, weil du quasi gar nichts gefangen hast. Das denke ich mal bei euch ähnlich, oder? Nee. Nee, ihr fangt immer. Ihr fangt immer. Auf wie viel Meter stand das Netz? Hier sind wir jetzt, denke ich, so bei 5-6 Meter. Ja, richtige Fragen. Wir müssen alles rauskriegen heute vom Fischer. Hechte zählen ja auch heute, oder? Ja, Hechte zählen auch. Aber nicht, dass jetzt heimlich noch Hechtnetze rausbringt. Dann würde ich sagen, machen wir das mal im Frühjahr nochmal. Meinst du, Viktor muss sonst auch so hart arbeiten? Nein, ich glaube nicht. Aber was er vorhin gesagt hat von den Barschen hier mit der Maschenweite, musst du mal schauen. Also da bleiben nicht nur 500 Gramm Teile hängen. Da bleibt auch ein 25er hängen, denke ich mal. Wollt ihr jetzt mal ziehen oder was? Ziehen oder quatschen? Wir sind schon fleißig am Arbeiten. Genau, hier Ruhe auf die Billigplätze. Wir sitzen nicht nur rum und gucken zu. Ja, das ist nämlich richtige Männerarbeit hier. Genau, in der Mitte geteilt, auf der rechten Seite liegt deine Unterleine, auf der linken Seite liegt meine Oberleine. Boah, du bist aber schnell. Sieht gut aus für die Angler im Moment. Aber ihr müsst ja auch erstmal fangen, ne? Ja, ja, klar. Das ist ja mit Viktor.
mache ich mir gar keine Sorgen. Der steht's am Ball. Der hat sogar mal Guidings in Berlin angeboten. Wisst ihr das? Angelguiding.de. Nee, Angelguiding Berlin, glaube ich, war seine Webseite. Echt? So eine geile Domain war das? Ja, richtig krass. Und wolltest du so ein Guiding bei Victor buchen? Ich hab's mir schwer überlegt, ehrlich gesagt. Und dann war es ja so, dass Victor und ich im selben Angelverein waren. Und da stand Victors völlig runtergerocktes Carolina-Skiff immer da. Meistens halb mit Regen voll. Der Typ fast nie am Start. Und dann habe ich ihn einmal beobachtet beim Guiding, waren sie neben mir gestanden. Und da habe ich dann schon gedacht, Mensch, ja, könnte man auch mal machen. Nicht wegen der Fänge primär, aber war eine gute Stimmung an Bord. War das der Angelverein, aus dem er rausgeflogen ist? Ist der aus dem Angel? Ich weiß von nichts. Ich glaube tatsächlich in erster Linie, weil er sein Boot hat verrotten lassen und weil er nie zum Putzen kam, zum Arbeitsdienst und noch jedwedes Sommerfest, Weihnachtsfest, jede Vereinsveranstaltung einfach geschwänzt hat. Victor, ja? Wusstest du, dass ihr im selben Verein wart? Ja, klar. Aus dem ich dann sozusagen rausgeschmissen wurde. Wer da wohl die Strippen in der Hand hatte? Ja, keine Ahnung. Johannes hat gerade gesagt, er hat veranlasst, dass du aus dem Verein fliegst. Kann ich mir gut vorstellen. Wir haben Ei, Leute. Hecht zählt auch, ist ja auch ein Raubfisch. Junge, was machst du damit? Er wird jetzt lebend zurück in Betrieb transportiert. Und wahrscheinlich am Nachmittag hat er es dann hinter sich und wird dann auf dem Berliner Wochenmarkt verkauft. Jetzt mal so bei 10. 10? Okay, Johannes, wir müssen uns anstrengen. Victor, jetzt musst du dich in erster Linie mal anstrengen, das Netz da irgendwie klar zu machen, damit uns noch ein bisschen Zeit bleibt. 10 Fische ist echt eine Challenge auf jeden Fall. Leute, das wird das Krasseste, was wir jemals gemacht haben, Victor und ich. Ich versuche ihn auch ein bisschen zu sabotieren jetzt hier. Ich weiß noch nicht wie, aber mir fällt schon was ein. Aber nicht zum anderen Fischer fahren und da was zukaufen, ja? Als ob die anderen Fischer was fangen. Aber gute Idee. Immer diese Hechtprobleme. Verbeißen sich im Köder und jetzt auch im Netz. Muss man echt hoffen, dass nicht zu viel kommt. Hecht, denke ich, haben wir eine Chance einzufangen. Victor weiß, wo einer steht, hat er vorhin gesagt. Das ist schon mal gut. Machen wir schon mal den Hecht gleich mal aus. Barsch habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich denke mal, Barsch können wir gewinnen. Die Barsche schnappen wir uns kurz vor der Dämmerung. Massig, nur mit den Zandern. Tagsüber bei glasklarem Wasser in der Spree kaum zu schaffen, muss man gucken. Zwar improvisieren, aber wir haben ja die Improvisationsmaschine dabei. Aber es gibt Albert Einstein, wenn ich zitieren darf, der größte Wahnsinn, jeden Tag das Gleiche zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und wenn ich Rainer Korn zitieren darf, ich nehme mir einen Köder mit und den fische ich die ganze Zeit. Ach, Rainer Korn, du, der hat's einfach in seinem Norwegen, ne? Oh, wieder das hören. Rainer, schöne Grüße. Hast natürlich sehr schwer in Norwegen, ist klar. Ganz schön frech. Naja. Oh. Fisch. Nein. War schon wieder echt. Zander. Richtig großer Zander. Nein. Der wievielte? Also ist der zweite, den ich gesehen habe, aber da drin sollen angeblich noch mehr rumschwimmen. Wenn wir ihn schlagen, wird es das Krasseste, was wir jemals getan haben. Ist jetzt langsam wird's zur Challenge. Reiner Bodycount eigentlich? Gewicht oder wie wird es abgerechnet? Nur Body Stückzahl. Count. Also für mich als Fischer zählt nur das Gewicht. Mir ist völlig egal, wie lang ein Fisch ist. Hauptsache er ist schwer. Victor, du musst ab jetzt musst du sabotieren. Es hilft doch noch Sabotage. Leute, Mann, war das eine richtige Männerarbeit. Okay, also, er hat schon richtig gut vorgelegt. Wir haben richtig gut vorgelegt. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich die Fische nochmal abziehe am Ende. Was wir jetzt machen werden, wir fahren jetzt schnell auf unser Boot, dann düsen wir raus, Angel in die Hand und dann müssen wir richtig, richtig Gas geben, Johannes. Wir haben schon gleich das Brett vorgelegt, glaube ich. Oder? Ja, leider ja. Aber am Ende kackt die Ente, Leute. Sehr schön eigentlich. Bisschen fängig. Etwas zu fängig für eine wahre Challenge. Also ich denke mal, die Gewichtswertung, das wird ein Knüppel. Die ist eigentlich jetzt schon verloren, würde ich ja, sagen. Ja, die treten wir gar nicht an. Die gibt es ja auch gar nicht, meines Wissens. Mich interessiert die Länge nicht, mich interessiert ja nur das Gewicht. Das hast du jetzt gesagt. Ja, frag mal deine Frau. So, auch die ist, für die ist das Gewicht interessanter. Ja? Ja, hast du jetzt nicht verstanden, oder? Also man muss sagen, der Bootsvorteil ist auf unserer Seite. Das Boot ist ein bisschen geiler als das vom Fischer. Ja, findest du? Finde ich schon. Ich finde es auch geil, muss ich sagen. Schon krass.
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr ausgesprochen wunderschönes und schnelles Boot. Ein Panzer. Wo Leute, wir haben die letzten Tage schon getestet. Johannes ist ja auch quasi hier auf den Gewässern unterwegs. Ich war auch ein paar Mal draußen. Es ist ultra schwer. Zäh. Sehr zäh. Aber wir geben nicht auf, weil es geht ja nicht um die Kilos, sondern es geht um die Anzahl, das ist entscheidend. Auch das war jetzt die letzten Tage nicht so geil, aber das kriegen wir irgendwie hin. Wir müssen das schaffen, das irgendwie. Ne? Wir können uns jetzt nicht die Blöße geben, gegen den Fischer zu verlieren, sag mal. Und wie wäre deine Strategie? Wie würdest du jetzt rangehen? Jetzt ist eine Strategie gefragt. Da wollte ich eigentlich Victor zu Rate ziehen, aber wenn ich jetzt mal meine Strategie preisgeben oder wenn ich mal eine entwickeln sollte, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal mit dem Wobbler Barsche zuppeln ohne Ende. Schauen mal, ob in den Kanälchen irgendwie Barsche drin sind. Wenn ja, haben wir den Bodycount wahrscheinlich in 2 Stunden gewonnen. Wenn nein, was leider die wahrscheinlichere Variante ist, müssen wir uns an oft stark befischten Hotspots einfach durchangeln. Im tiefen Zander suchen, Hechte, wahrscheinlich irgendwelche abgestorbenen Krautfelder und Barsche dann in der Abenddämmerung. Das klingt nach einem guten Plan, in 2 Stunden durch zu sein. Problem, wir haben nur 1 Stunde. So. Nein, Spaß. Wir haben jetzt noch 3 Stunden, also ist zeitlich wirklich eng. Aber wie gesagt, wenn wir eins sind, dann sind wir schnell. Hast du für diesen Bereich eigentlich eine Angelkarte? Ja klar, du nicht, oder was? Doch. Doch. Ja. Was für eine Vorlage, Leute. Vielleicht. Man kann sich hier die Gewässerkarte online kaufen bei Haifisch. Nein. Ja. Und mit dem Code IGA5 gibt's. IGA gibt's sogar nochmal 5% Rabatt. 5%. Also geht ihr jetzt direkt mit mir auf Haifisch. Und bestellt euch eine Angelkarte für Spezialgewässer in Berlin. Ihr wollt den Fischer schlagen. Das werden wir tun. Der schlägt sich nicht von alleine, Victor. Richtig. Aber wir haben eine gute Strategie. Du hast noch keinen Köder dran. Ich hatte den Köder dran. Wo ist der hin? Naja, der ist, glaube ich, gerade im Baum. Also wir sind durch einen Baum durchgefahren. Kein Fisch. Erster Wurf kein Fisch. Oh, Leute, das wird schwer. Zweiter Wurf auch kein Fisch. Nein. Leute, eine sehr schöne Trübung, finde ich. Da hast du doch gerade den Barschpapst zitiert. Ja, und wenn man beim Barschangeln irgendjemand zitiert, dann ja wohl den Barschpapst. Okay, aber ist ja auch der erste Spot und das hat ja noch gar nichts zu bedeuten. Aber ist natürlich nicht gut. Das hat bei dem Wind ein bisschen scheiße. Vielleicht, und wenn wir Strecke machen wollen, wahrscheinlich mache ich mir auch einen Wobbler ran, dann ziehen wir uns schön. Dann schleppen wir ein bisschen. Ja, schleppen ist ja zum Suchen eh immer sehr gut. Mach ich auch immer. Victor? Ja? Bis jetzt sehe ich den Fischer eigentlich ganz schön deutlich vorne. Ey, wir haben gerade mal ein paar Würfchen gemacht und sind erstmal eingerufen. Der kennt sein Gewässer. Für uns ist hier alles Neuland hier in diesem Brandenburg. Ja, der Fischer hat ja im Endeffekt ja schon deutlich mehr Zeit. Keine Ahnung, wann der sein Netz ausgebracht hat. Wahrscheinlich gestern Morgen oder sowas. Quasi 24 Stunden gefischt. Und wir sollen es in 3 richten. Ist das fair? Schreibt mal in die Kommentare, ob das fair ist, Leute. Ob das noch mit rechten Dingen zugeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, zählt jeder Fisch, egal wie groß. Und da ihr für kleine Fische bekannt seid? Das würde ich so nicht sagen. Aber wir können auch kleine. Also das eine zu können heißt ja nicht, das andere nicht zu können. Weißt du? So, gleich geht's los. Guck mal, da vorne steht schon Angler, ist ein gutes Zeichen. Wie ist es bei dir eigentlich? Machst du immer schnell Spot ändern, oder erst konzentriert ausfischen? Also ich mach so schnell. Und ab dem Moment, wo ich einen Fischkontakt habe, mal gucken, was der Spot so hergibt. Ist ein Juter? Nee. Ich meine, wir könnten Größen fangen. Wollen wir ja nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Das würde ja viel zu lange dauern, die zu fotografieren, so aufzunehmen. So machen wir einfach zack, zack, 1-0. Nicht 1-0, 1-20. Hast du auch einen? Okay. Ich habe gerade einen Fisch verloren. Das heißt, wir würden jetzt diesen Platz hier erstmal anfischen. So wie besprochen, schnell durchziehen, gucken. Jetzt haben wir einen Platz, wo 2 Fische kamen. Also einen gefangenen, einen verlorenen. Leute, 1.
Ist jetzt stolz? Ja. Ist halt stolz? Wie Bolle. Es geht hier nicht um Stolz, es geht hier einfach nur um die Ehre. Klassenköder hat das sich reingeschraubt, den Abräumer. Ob dieser Köder es jemals in unsere geile Better Fishing Box schaffen wird, wer weiß. Oh. Alter. Ich glaube, wir haben die richtige Strategie gewählt. Das war ein guter sogar. Also jetzt für Verhältnis. Meine. So. Dry. Zack. Weißt du, was ich dazu sage? Zack. Läuft. Gigantisch. Besser wie nichts, wa? Besser wie nichts. Wie viel muss man noch fangen, um den Mann platt zu walzen? Also ich sag mal, er hatte jetzt schon locker so 15 Dinger drin. Okay. Das schaffen wir. Und der fährt ja noch mal raus. Jetzt so. Wahrscheinlich wird er so, schätze ich mal, müssen 30 müssen wir schaffen. Leute, vielleicht schaffen wir doch in einer Stunde. Wenn das so weitergeht, schraube ich mir auch noch so einen kleinen Köder ran. Oh, besser. Jutta, guck mal. Zack, Angelguiding-Berlin.de oder was? Ja, den Domain habe ich auch noch. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr mir abkaufen. Ja. Leute. Was war da denn? Was ist denn da los? Schnell auf Gummi umrüsten. Aber ein bisschen größer, aber schönes Ding. Petri, Viktor. Danke. Also nachdem wir ja wirklich jetzt mindestens 10 Minuten ohne Fisch waren und schon Panik hatten. Ein Drama. Läuft jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt gerade auf Gummi umgestellt, ein bisschen größeres Gummi dran gemacht als Viktor. Aber wir sind jetzt bei 6 Leute. Fangrausch, Viktor. Viktor, bist du gerade im Fangrausch, ja? Im Fang- und Klickrausch. Es geht um den Sieg, Leute, ganz ehrlich. Übrigens, Leute, wusstet ihr, dass Johannes schon Sieger des einer der wichtigsten Turniere, sagen wir mal, bekanntesten in der Szene geworden ist? Das haben nicht viele geschafft. Klar, jedes Jahr einer, aber. Genau, 5 oder sowas bis jetzt. Oder 6. Echt jetzt? Bist du? Wie heißt dieses Turnier? World Predator Classic heißt es. Da war der nächste. Achso, du musst mir mal sagen, klicken, ja. Sonst vergesse ich manchmal. Wir sind jetzt bei 10. Oh, bei 11. Oh. Und das ist gar kein Schlechter. Ist Jutta? Nein. Verloren. Das kommt, weil ich immer ohne Widerhaken fisch. Warum? Du fischst ohne Widerhaken? Ja, Mann. Bist du das Wahnsinn? Klar, mache ich ohne Widerhaken. So geil. Das finde ich tatsächlich sehr gut und konsequent. Man ist ja selber immer ein bisschen nachlässig und faul bei sowas, weil man ja nicht alle Köder, das die man hat, jetzt trotzdem immer abknappt. Ärgert mich der Barsch. Das war echt unser Bester bis jetzt. Jetzt habe ich einen etwas zum viel kleineren. Oh. Zack, Nummer 11. Nicht schlecht. 11. Da werde ich jetzt mal sozusagen die Schwarmart annehmen, etwas opportunistisch sein und mir ebenfalls einen Wobbler ranmachen. Nein. Wenn man die Wahl hat zwischen groß und klein, ist man natürlich lieber groß. Ja, das stimmt. Mann, schade. Den einen hätte ich gern, der mir abgefallen ist, den hätte ich schon gern mal gesehen. Weil es noch nicht. Oh, jetzt geht's ab. Leute. Jetzt geht's aber echt ab. Jetzt habe ich eine Bahn gefunden, einen Köder gefunden. Das ist gut. Du kannst die Nummer 12 einklinken, Viktor. Na, noch ist er nicht an Bord, aber wir wollen ja fern sein. Gut. Und zack, zählt, Bobber verrührt. Es schadet nie, einen Barschpapst an Bord zu haben, wenn es um eine Barsch-Competition geht. Das Witzige ist, dass wir es zur Barsch-Competition erklärt haben, der Fischer sich strikt geweigert hat. Der hat eigentlich schon ein Thema verfehlt, verloren, theoretisch. So, Nummer 32. Der Kollege wollte mit Absicht schon an uns vorbeifahren, um uns zu signalisieren, ihr steht hier mitten im Kanal drin. Das ist so, da wird einfach drauf gehalten. So nach dem Motto, ich bewege mich hier nicht weg. Es war ein 20 Meter Platz, da sind 3 Boote von seinem durchgepasst, aber ja. So, wir sind jetzt bei 32, Leute. Das denke ich ist schon eine gute Hausnummer. Das muss er jetzt erstmal, da muss er nochmal das Netz nachstellen. Da muss er nochmal in die Fischerschule gehen, um ja. Sowas zu erreichen. Genau. Was wir jetzt aber machen werden, wir wollen nämlich jetzt auch ein paar Kurse fangen. Nicht, dass das heißt, die kleinen Dinger, die werden bei mir durchgeschwommen durchs Netz und so weiter. Ja. Fahren wir jetzt nochmal in einen anderen Spot. Vorhin haben wir schon mal gecheckt mit der Maschenweite von seinen Netzen. Da hat er schon auch ein bisschen dick aufgetragen. Also da bleibt auch ein 25er, 20er hängen in diesen Maschen. Das denke ich wohl auch, ja. Wir durchschauen deine Strategie. Ja. Also eigentlich, Konrad sitzt die ganze Zeit hier mit der nassen Kamera und wartet, dass ich Gas gebe. Komplett nass? Ja, aber ich wollte erstmal meinen Tee austrinken in Ruhe. Ja, aber wir müssen doch irgendwie filmen, wie das Boot fährt und der Motor. Und ja, der Motor fährt auch so, aber nicht schnell gerade. Wie schnell fährst du denn? 4,6 km/h. Sag doch mal was. Sehr schnell. Vicky, jetzt ist Müllwetter, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt hör auf, hier rumzuheulen. Wir haben 32. Gibt nur schlechte Klamotte, lieber Kameramann.
Oh, Leute, guckt es euch an, es regnet. Und zwar richtig doll. So doll, dass der Kameramann gesagt hat, nein, wir hören jetzt auf, jetzt kalt. Nicht mit der Stimme natürlich. So, das war ein bisschen, das ging in die Richtung. Sagen wir es mal so. Aber nun gut, jetzt wisst ihr auch, wie es ist. Wir werden jetzt schön diesen anderen Spot ansteuern können. Jetzt gehen wir erstmal Kaffee trinken, hoffen, dass das, der Regen aufhört. Und dann, falls wir nicht nochmal mit dem Boot rausfahren könnten, werden wir uns dann vom Ufer unter eine Brücke stellen. Die wird wahrscheinlich hochfrequentiert sein mit Anglern, aber wir hoffen, dass wir uns dann noch daneben sneaken können und da vielleicht dann nochmal was fangen. Abfahrt! Johannes, was machen wir hier an diesem Tag? Mann, es ist halt total aus dem Ruder gelaufen. Alles zwar hat der Barschplan, der Bodycount hat geklappt. Ne? Wir haben 32 Barschen getwitcht, ja, oder 32. Sowas. Aber der Regen nervt natürlich total. Deswegen kamen diese Zander aus dem tiefen Loch nicht und so weiter. Jetzt stellen wir uns einfach noch ein bisschen unter die Brücke und schauen, ob wir noch einen schönen Fisch fangen. Ob selbst das ist noch nicht gewährleistet, weil eigentlich ist es todesvoll. Ja. Wir hoffen, dass bei dem Regen vielleicht nicht so viele Leute da sind. Wir werden sehen. Vielleicht überleben wir es auch gar nicht, bis wir da oben sind. Aber das Gute ist, guck mal da vorne. Normalerweise stehen da vorne ja auf diesen vier Pfosten schon vier Leute drauf. Aber es sind keine Angler hier. Wahrscheinlich stehen die unter der Brücke, weil es halt regnet. Rüber wechseln, dann runterklettern. So ein leichter Abhang, Konrad. Oder wir klettern halt diese steile Kante hier runter. Oder wir klettern überhaupt gar nicht. Mein Nachbar hat von hier geworfen. Ja? Ja. Und? Na, gleich alle Angler. Haben die Polizei gerufen schon. Johannes, was sagst du? Ja, das war für ganz ambitionierte junge Angler. Machen wir es halt, in Gottes Namen. Alles für die Folge. Leute, einfach nein. Parkour. Einfach mal. Victor, du darfst hier nicht durch. Warum nicht? Ich habe Uferbetretungsrecht. Das sagst du seit 20 Jahren. Und habe ich einmal gelogen? So, also ich sag euch mal kurz einen Insider. Bei Johannes ist die Sturzgefahr immer relativ hoch, deswegen lasse ich jetzt die Kamera laufen. Vorsichtig, ja? Hier kannst du den Kopf stoßen überall, ja? Ja, danke. Cool, freut mich. Oh Mann, ey, Victor, du weißt genau, was ich hasse. Und jetzt zwingst du mich zu dieser Scheiße hier. Oh. Ich bin so froh, dass du nicht den Kopf gestoßen hast. Er eskaliert nicht immer voll bei so ganz Kleinigkeiten. Ja, hier steht auch schon bereit. Das ist ja geil. Aber es sind ja auch eigentlich Angler. Eigentlich könnten wir quasi die Fische von denen auch mitzählen. Es geht ja Angler gegen Fischer. Bist du eigentlich auch so ein Angelabenteurer? Ja, absolut. Fandest du das jetzt abenteuerlich? Du nicht? Überschaubar. Aber schon ein krasser Abstieg. Dass du heute im Video bist oder eben? Nein. Viktor? Ja? Johannes sagte gerade, das ist schon ein krasser Abstieg. Abstieg von wo? Da von da oben hier runter, ja, auf jeden Fall. Nee, heute, dachte ich. Für ihn meinst du? Ja. Tja, hätte ich mal überlegen müssen. Mitgegangen, mitgefangen. Zählt leider nicht, weil Plötze. Ich wasche mir die Hände, komm leider nicht ans Wasser ran. Ja, jetzt filmt es auch noch. Ich bin hier wie so ein Penner, mich so wasche. Du bist ja einer, ey. Ich sehe keinen Unterschied zu sonst. Das war nix. Aber ihr habt ja jetzt noch ein Date mit dem Fischer, wa? Was denn? Willst du nicht mit? Eigentlich schon. Aber ich habe ja so Hunger. Johannes, wir haben alles gegeben. Auf alles unser... gegeben und ich würde sagen, stehen immer noch 32 Fische drauf. Ja, das war ein Scheißspot hier. War ein Scheißspot. Wessen Idee war das wieder? Ja, Mann. Als ob hier jemals ein Fisch gefangen wurde. Ja. Produktion wieder. Ich habe gesagt, wir sollen hier nicht angeln. Du hast gesagt, lasst uns hier angeln. Du wolltest unter der Brücke. Wir wollen mit dem Boot schön über Müggelsee heizen, bei Wind und Wetter und an den richtigen Spot fahren. Ja. Aber hat er gesagt, nein, meine Kamera. Egal, es wird auch so gereicht haben, denke ich. Bin mir nicht sicher tatsächlich. Nee. Ich meine, wenn er ist auch schon ehrgeizig gewesen. Er wollte jetzt auch sozusagen nicht, ne? Na gut, auf jeden Fall. Okay, Johannes, guck bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ich komme mit. Den Namen Arschalarm. Barschalarm, nicht zu verwechseln mit anderen Namen. Ich auch. Es war ein wunderschöner Tag. Wegen mir gern wieder. So werden wir es tun. An einer besseren Stelle zu einem besseren Wetter. Was steht denn da? Ich kann kein Altdeutsch. Das sind die Kästen, wo früher die unartigen Kinder reingekommen sind. Ach krass, das ist ja geil. Nein. Nicht?
Ich hab sie jetzt geklaut. Das sind alte Fischkästen. Ach, das sind alte Fischkästen. Aber steht dran, Strafkiste für Schwarzangler. Aber das Gute ist, du hast ja jetzt gar keine Schwarzangler mehr, weil mittlerweile kann man ja hier deine ganzen Gewässer online kaufen. Ja, Gott sei Dank, papiersparend, umweltbewusst, wunderbar, funktioniert super. Hat sich das quasi gelohnt, mit Haifisch die zu verkaufen? Auf jeden Fall, natürlich. Der Trend geht immer mehr in Richtung Onlinehandel, überall in allen Bereichen. Und auch bei uns ist es natürlich mit den Angelkarten dann ein gutes Stück mehr geworden. Und man hat auch weniger Arbeit wahrscheinlich damit dann. Man muss ja natürlich richtig das Geld zählen, immer mehr. Ja, Geld zählen ist immer gut, arbeite ich gerne mit. Nein, Spaß beiseite. Weniger Arbeit würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen einfacher. Man kriegt halt einmal eine ordentliche Abrechnung, die muss einmal ordentlich kontrolliert werden und hat nicht dieses kleine Stück immer mit den selbstgedruckten Angelkarten. Also ist es besser als vorher? Ja. Also gab auf jeden Fall einen Zuwachs. Mhm. Würde ich schon sagen. Also würdest du jedem empfehlen, der quasi auch Gewässer hat, das auch zu machen? Auf jeden Fall. Es macht einmal ein bisschen Arbeit, wenn man die ganze Sache aufbaut. Man muss halt elektronisch dann ein bisschen was bearbeiten, vorbereiten. Aber wenn man das einmal durch hat, dauert 2-3 Stunden, wenn man sich ein bisschen mit dem Computer auskennt. Und dann hat man eigentlich kaum Arbeit damit, außer dass dann einmal im Jahr die Abrechnung kommt, die kontrolliert werden muss. Okay Leute, wir sind jetzt bei der Fischerei am Kranzwall. Genau. Und hier verkaufst du quasi deine Fische? Genau, alles was wir jetzt heute zum Beispiel gefangen haben, heute Vormittag, geht dann hier in die Verarbeitung, wird im Hofladen verkauft oder auf den Berliner Wochenmärkten, auf den Verkaufsfahrzeugen. Sind wir überall in Köpenick, Ost-Berlin, rund um Berlin im Speckgürtel, eigentlich in so gut wie allen Ortschaften gut vertreten. Der junge Mann, der hat es drauf. Ne? Man denkt immer, so ein Fischer muss so ein Vollbart haben und irgendwie sitzt dann in seinem Schaukelstuhl und sagt dann zu seinem Praktikanten hier, ey, Netzer, ey! Also genau wie du? Richtig. Aber nein, es ist schon ein Vorbild. Will man ein Vorzeigefischer? Ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so. Karpfen, die zählen nicht. Das habe ich befürchtet. Ja, muss ich aber auch ehrlich eingestehen, die haben wir nicht selbst gefangen. Die kommen jetzt aus der Teichwirtschaft Kroppen, das ist kurz vor Dresden. Und ist jetzt einfach langsam die Karpfenzeit bei den Kunden. Weihnachten. Schreien jetzt nach Karpfen. Klar, Weihnachten, Silvester ist dann bei uns die absolute Hochzeit. Also, wollen wir zur Auswertung schreiten? Gerne. Ist jetzt natürlich ein bisschen hinkend, weil ich war ja nicht mal dabei, wo ihr gefangen habt. Wer kann es jetzt nachweisen? Die Community war dabei. Okay. Und hat quasi aufgepasst, dass wir alles gemacht haben. Ich also regelkonform, ja. Ich sag mal so. Konrad meinte, mach einfach nochmal 5 Ruf. Das habe ich gesagt. Nein, ich möchte ein klares Ergebnis haben. Ich möchte wissen, wer hat mehr gefangen. Punkt. Was war denn so die Durchschnittsgröße, was ihr heute so an der Angel hattet? Naja, war schon ordentlich. War ehrlich schon sein, so bitte. 15, 20er waren dabei. Hervorragend. Ja, mein Gott, aber wie gesagt, wenn wir um Kilo gekämpft hätten, dann wären wir die Sache ganz anders angegangen. Da hätte ich mich nämlich gegen den Kameramann durchgesetzt und gesagt, okay, dann gehen wir jetzt auch Zander und Hecht angeln. Haben wir das gemacht? Nein, wir sind Barsch angeln gegangen. Und am Ende? Naja gut, weil es geregnet hat, haben wir uns irgendeine blöde Brücke gestellt. Und wie viel hast du gefangen? Wir haben eine halbe Stunde geangelt, dann haben die alle gesagt, nee, wir müssen los. Außerdem war ja auch die Zeit begrenzt. Weil Dennis möchte natürlich irgendwann auch mal nach Hause, hat jetzt die ganze Zeit auf uns hier gewartet. Und, aber trotzdem, hätte man es ja dann anders machen können. Die Regeln waren vorher klar, deswegen haben wir uns für diese Strategie entschieden. Ne? Das ist ja quasi, kannst du ja auch nicht sagen, beim Tischtennis nehme ich jetzt einfach mal einen Volleyball, nur weil ich denke, dass ich den Gegner damit umhaue. Hier, ja, Regeln, aber du sagst Regeln. Bei einer Angel-Challenge gegen einen Fischer, dass die Anzahl zählt und fängst die ganze Zeit so kleine Schniepelbarsche. Und sag mal, hast du noch viel mehr gefangen, als wir zusammen hatten? Boah, sag du es mir. Du hast ein bisschen was gefangen auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen was gefangen, sind jetzt ausschließlich Hechte und Zander. Von der Anzahl her sind wir bei 9 Zandern gelandet und 7 Hechten. Und gewichtstechnisch sind wir gelandet bei 16 Kilo Zander und 12 Kilo Hecht. Da muss ich jetzt zusammenrechnen. 9 plus 7. Sind 16. Da sage ich mal eiskalt, wir haben doppelt so viel gefangen wie der Fischer. Was sagt er jetzt? Hättest du das erwartet? Da ich jetzt gerade schon gehört habe, dass du eine kleine Schniepelbarsche gefangen hast, habe ich es erwartet. Merkt da selber, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das fair findet, wenn die Regeln vorher ausgesprochen werden. 32 Fische haben wir gefangen, doppelt so viel. Und außerdem spiegelt es ja auch quasi deine Aussage vorhin wieder, dass die Angler doppelt so viel fangen wie du. Doppelt reicht danach nicht mal. Ich kann ganz, ganz offiziell belegen, deutsche Binnenfischerei, was die den deutschen Gewässern entnimmt im Vergleich zu den Anglern, ist ungefähr das 10-fache beim Angler.
Circa. Lässt sich ganz einfach rechnen. Natürlich fange ich alleine wesentlich mehr. Von der Anzahl jetzt heute natürlich nicht. Nicht. Aber vom Grundsatz her fängt der Fischer natürlich mehr, ist ganz klar. Aber auf ungefähr 150 Fischereibetriebe im Land Brandenburg kommen, ich meine, es sind 220.000 Angler. Die pure Anzahl der Angler ist dann einfach enorm große Masse im Gegensatz zu der kleinen Fischergilde. Das stimmt. Und die Spitze der Angler macht wahrscheinlich aber auch natürlich dann 80% der Fänge auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit, die dann die kleinen Schniepelwärsche überall rausziehen. Ja. Man sagt ja, oder einige Angler sagen ja, okay, der Fischer macht immer die ganzen Seen platt und so weiter. Es ist nämlich tatsächlich nicht so. Gerade die Seen, wo ein Fischer drauf ist, sind eigentlich die krasseren Seen. Ihr wisst es selber, wenn ihr euch eine Angelkarte beim Fischer kauft, sind es meistens die geileren Gewässer. Ist leider so, weil A, ein bisschen weniger Angeldruck und B, natürlich, weil der Fischer ein hohes Eigeninteresse daran hat, dass sein See produktiv ist. Der bewirtschaftet es dann nämlich so, dass da halt auch Fische drin sind, die man halt auch fangen kann. Davon eben profitiert der Angler. Ich muss ihn für mindestens 12 Jahre pachten. Eine andere Wahl habe ich gar nicht, ist es im Fischereigesetz so vorgesehen. Und ich schneide mir ins eigene Fleisch. Wenn ich jetzt einen See leer mache, dann habe ich die nächsten Jahre nichts. Und ich will ja nächstes Jahr auch wieder mein Butterbrot bezahlen können. Leute, es hat mir riesen Spaß gemacht. Dennis, vielen Dank, dass du da so krass geil mitgemacht hast. Auch ich diese sagen, Fischerei heute war ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Das auf jeden Fall. Wenn ihr also euren Fisch kaufen wollt hier in der Region Erkner oder gibt es noch für Dörfer? Oh, jede Menge. Schön, Eiche stehen wir auf dem Markt. In Woltersdorf, in Erkner direkt. Hier haben wir den Hofladen in Neuzittau. Wir stehen in der Altstadt Köpenick, am Kolwitzplatz im Prenzlauer Berg. Also wir sind relativ breit verteilt. Also da könnt ihr euren Fisch auf jeden Fall kaufen. Ansonsten auch hier direkt bei der Fischerei. Gut zubereitet, frisch gefangen. Und natürlich die Angelkarten für dein Gewässer, Löcknitz-Fischerei, bei Haifisch kaufen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Insofern hoffe ich, dass wir uns mal wiedersehen. Dass du mir auch mal so ehrliche Tipps gibst, wo ich was fangen kann. Und nicht immer nur, naja, ja, ne? Man kann nicht alle Tricks verraten. Genau, in dem Sinne, Leute, macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen.